Thailänder von Chenok Srisunakluar zeigt auf ihrem Kanal, würzig und lecker, als sie in Suppe kocht, Fledermäuse ist. Zuerst erhielt sie einen Scheißsturm von Zuschauern, die eine neue Pandemie fürchten. Jetzt wurde sie sogar verhaftet. Verletzt zwei Gesetze. Von Chenok Srisunakluar findet sie in Ordnung. Sie schliesst die Fledermäuse, tupft sie in scharfe Sauce und kniest die Zähne der Tiere. Die Knochen sind sehr weich. 20 Minuten Sag. Deshalb funktioniert es. Es ist nicht das erste Mal, dass von Chenok Srisunakluar selbst beim Essen selbst filmt und das Video sie ins Internet einlädt. Schliesslich fährt sie auf YouTube das Chinzap BEP Nua Nua auf dem sie Rezepte teilt. Aber es ist das erste Mal, dass ein Clip von ihr um die Welt geht. Der Grund dafür ist das gezeigte Essen. Die volle Zeitlehrerin ist eine mit Fledermäusen ausgestattete Suppe. Was Srisunakluar als köstlich im Clip beschreibt, wird von einigen ihrer Anhänger nicht gut aufgenommen. Wenn sie sterben wollen, sterben sie allein. Kommentare der Clips, die jetzt auf YouTube gelöscht wurden. Ein anderer schreibt, sie setzen sich in Gefahr. Wenn sie krank werden, stören sie die Ärzte und Krankenschwestern nicht. Tatsächlich wurde zu Beginn der Pandemie die Behauptung, dass SARS-CoV-2, der Auslöser der COVID-19-Pandemie, auf den Menschen übertragen wurde, als eine Fledermaussuppe gegessen wurde. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie falsch waren, genau wie ein mutmaßliches Beweisvideo. Du solltest nicht Fledermäuse anziehen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Virus tatsächlich auf diese Weise übertragen wird, wie der thailändische Wildtierarzt Patara Phongmaneon erklärt. Dies ist ein sehr gefährliches Verhalten, weil Fledermäuse viele Krankheitserreger tragen. Sogar Berühren von Speichel, Blut und Haut wird als riskant angesehen, zitiert 20 Minuten. So etwas wie im Video sollte nicht in Thailand oder woanders auf der Welt passieren. Theravad Hemayuta von der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn Long University in Bangkok ist ähnlich. Er warnte vor der Heikager.com, du solltest keine Fledermäuse anziehen. Wie von Telegraph.co UK geschrieben, wurden jährlich bis zu 400'000 Menschen in Südostasien und Südchina infiziert. Die Tatsache, dass die Gefahr ziemlich real ist, markt in der Nähe der Grenze nach Laos im Norden von Thailand. Fledermausarten in der Region sind ebenfalls zu Hause, die enge Verwandte von SARS-CoV-2 tragen. Nicht nur ihre eigene Gesundheit und die anderer. Srisunakluar hat nun das Video gelöscht, auf dem so viele Impulse abgenommen und durch ein neues ersetzt hat. Darin entschuldigt sie sich bei Gesellschaft, Ärzten, Journalisten, Kollegen, Familie und Freunden. Der Vorfall ist noch nicht vergessen. Sie drohen weitere Unannehmlichkeiten. Dem YouTuber wird nicht nur beschuldigt, ihre eigene Gesundheit und die anderen gefährdet zu haben, sondern auch gegen das Gesetz verstoßen. Denn in Thailand werden Fledermäuse als geschützte Tiere angesehen. Berichten zufolge wurde sie wegen Verstoßes und Schutz der Wildtiere verhaftet und weil sie das Video im Internet teilte, aufgrund der Verstoß gegen die computerbezogenen Verbrechen ab 2007. Sie droht bis zu 5 Jahre im Gefängnis oder einer Geldstrafe. Haben Sie sich jemals einen Fledermaus aus der Nähe angesehen? Ja, in freier Wildbahn. Ja, im Zoo. Nein, nur aus der Ferne. Ich habe noch nie einen Fledermaus getroffen.